Go, na, mi. Blooper, Team, Unreal Engine. Shader werden kompiliert. Was ist denn kompiliert für ein Wort? Silent Hill 2 and the Relaxed Logos. Oh, Warning bei hier. Es hat mit, ne, es gibt Lichter und Mustern und so. Da könnt ihr vielleicht einen Anfall kriegen. Spielerlebnis zu optimieren, empfehlen wir, die Kopfhörer und einen Controller zu nutzen. Okay. Oh mein Gott, ich bin voll überfordert jetzt schon. Ja, es war nämlich, das Spiel enthält Themen und Inhalte, die sich mit häuslicher Gewalt, emotionalem Missbrauch, sexuellen Übergriffen, Selbstmord, psychischen Erkrankungen, Kindermissbrauch und anderen nicht jugendfreien Themen beschäftigen. Wenn dich diese Themen belasten oder psychische Unterstützung benötigst, besuche bitte den unten stehenden Link. Klicken Sie da. Scannen Sie da. Drücke eine beliebige Taste, um fortzufahren. G. Da sind wir. Da sind wir bei Silent Hill 2, dem Remake. Oh mein Gott, ich habe es dann auch endlich mal geschafft. Ich bin super gespannt, was uns da erwartet. Mir wurde ja gerade gesagt, vom Spiel selber, Kopfhörer habe ich. Und Controller hätte ich auch. Ich soll mit Controller spielen. Das finde ich ja merkwürdig. Aber gut, testen wir das mal. Ja, wir sind hier gerade auf twitch.tv/kleintanne live und so. Mein Chat ist da, freut sich. Oh, die Emotes sind ja süß, Harry. Ganz viel Klatschi. Und ja, jeden Dienstag und Donnerstag bisher. Komm vorbei. Sei live dabei. Hallo YouTube. Ach, ich bin ein bisschen aufgeregt. Soll ich mit Controller spielen? Ja, ne? So, wir haben gerade schon wieder über Essen gesprochen, aber auch für den letzten Dienstag. Und der Dopser hat sich bei einem Lieferservice ein Schäufele bestellt. Richtig lecker. Also, ich habe Musik und so schon ein bisschen eingestellt. Ich kann jetzt auch... Ich kann anscheinend das Spiel nicht steuern. Schade. Aber ich habe... ein bisschen rumgespielt an den Einstellungen. Ich hoffe, das ist okay. So, bitte Chat, sagt Bescheid, wenn was zu ändern ist, ne? Wir beginnen mit einem neuen. Ich möchte das wegdrehen. Wir beginnen mit einem neuen Spiel. Oh. Der Standardmodus spiegelt unsere Vision für Silent Hill 2 am besten wieder. Wenn du eine präzisere Kontrolle über das Spiel haben möchtest, dann sieh dir die Einstellungen weiter unten an. Weitere Optionen, einschließlich Barrierefreiheit, findest du in den Einstellungen. Okay, Kampf, Herausforderung, Standard, leicht oder schwer, Standard. Rätselausfang, Standard. Interface, Voreinstellung, habe ich schon gemacht. Grafikmodus ist Standard, 90er. Standard, 90er. Standard, 90er. Wendle 54, krass. Ach so, nochmal für die Twitch-Leute. Ich wollte das gerade nochmal ansprechen. Habe ich vergessen, weil das ist billig. Ich habe jetzt, weil das ein Spiel ist, was sehr um auch, wie nennt man das, Situation geht und das Gefühl des Spiels. Und dann würden, glaube ich, die Alerts uns rausreißen. Die Alerts habe ich ausgeschaltet, während wir spielen. Ich hoffe, das ist okay. Zwentle, trotzdem danke, danke, danke für 54 Monate schon fortlaufend gesubbt für die Unterstützungsnadel, kann man sagen, Nathandel, oh Gott. So, ich komme gerade nicht auf das Wort, was man so sagt, ja, wenn man ein Spiel ist, dieses Gefühl nicht für die, machen wir Standard oder machen wir 90er? Standard oder 90er? Was meint ihr? Vielleicht sind ja ein paar Leute damit entscheiden wollen. Standard oder 90er? Standard? Gute Entscheidung. Ja, das finde ich auch ganz gut mit dem. Also, dass ich die Alerts rausgenommen habe, während wir spielen. Harry sagt auch Standard. Okay. Dann Immersion. Was ist Immersion? Nee, nicht Immersion. Ach, wenn ich drauf komme, ich sag's euch. Spielstarten. Nicht Immersion. Hm. Situ-
Situation, nee. Fußspuren. Ich kenne Teil 1 nicht mal so nebenbei erwähnt. Drücke eine beliebige Taste. Bäms. Mir liegt's auf der Zunge. Das Wort, aber ich komme nicht drauf. Also grafisch finde ich das echt klasse. Could you really be in this town? In my restless dreams, I see that town. Sie schreibt groß genug, Fragezeichen. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Die Schrift ist wirklich ein bisschen klein. Ich hätte, die sah im Ding so ein bisschen anders aus. So, warte mal, wo ist denn das? Guck mal, dann seht ihr auch gleich mal. So, warte mal. So, fangen wir mal von oben an. So, Gamma-Geschichte, bla bla. Bildfrequenzlimit, unbegrenzte manische Auflösung. Was ist das? 60 FPS, ja klar. So. Wo ist das? Wenn ihr irgendwas seht, was ich anders einstellen soll, dann könnt ihr mir Bescheid sagen. Ich bin ja, also weil ich das ein Kind nicht so helle. Gut, Steuerung, Sprachtexte. Ach, da Sprachtexte, guck mal. Untertitel habe ich eingemacht, Schriftart Standard habe ich, mache ich mal Mittel. Ich mache mal Mittel. Ich mache mal überall, ich habe das überall auf klein gemacht. Ich mache mal überall Mittel. Weil wir sind ja anscheinend Blindfische. I got a letter. The name on the envelope said Mary. Das ist besser jetzt. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary
really be here? Is she really alive? Waiting for me? So, da sind wir bei Silent Hill 2 Remake. Nach den Einstellungen jetzt, Schrift ist okay, wunderbar. Röder-chan, hi, schön, dass du da bist, das allererste Mal. Ja, es war zu logisch, dass halt die Einstellung für den Text unter Sprache und Text ist. So, wir haben einen Herrn. Kurze Info, ich habe das in der ersten Teil noch nie gespielt. Wir haben unseren Hauptcharakter, das ist nicht Ethan. Wir sind hier in einem anderen Universum. Der wohl im ersten Teil Mary, seine Frau, verloren hat. Okay, auf die Steuerung muss ich noch mich ein bisschen gewöhnen. Aber das Spiel hat gesagt... Okay, interessant, ist cool. Das Spiel hat gesagt, ich soll einen Controller nehmen. Nicht ganz das erste Mal. Aber das erste Mal geschrieben. Bin mal drüber geradet mit den Zwillis. Oh. Mit den Zwillis? Die Zwillis haben mich geradet? Nein. Aber freu mich. Ah, du bist selber persönlich übergeradet, ne? Du kommst von den Zwillis. Okay, das ist ja wirklich... Also die Steuerung ist wirklich sehr interessant. Kann ich irgendwie laufen oder rennen? Ah, ich kann... So kann ich machen. Okay. Ich gucke mich hier nochmal ein bisschen um. Wenn wir schon mal hier sind, weil ich glaube nicht, dass wir... Ah, so laufen wir. Ich glaube nicht, dass wir wieder hierher kommen. Hat der junge Mann irgendwann keine Ausdauer mehr? Liegt hier irgendwas? Nein. Nicht. Er hat aber anscheinend eine gute Ausdauer, oder? Ach nee, warte, du warst im Chat und wir sollten folgen. My bad. Ah ja. Ja genau, ich habe mal Hallo gesagt und haben den SO gemacht, die beiden süßen Zwillinge. Die sind so lieb. Erkennst Mülltüten neben den Mülleimer lagern? Ganz klar. Ja, freue mich, dass du da bist. Freue mich überhaupt, dass ihr alle da seid. Und wir zusammen das neue Gruselbusel-Abenteuer hier begehen. Ist auch sehr passend zur Jahreszeit, die wir haben aktuell, ne? Die Blätter sind alle fallen runter. Es ist sehr matschig. Neblig war es heute Morgen auch sehr. Oh, hätte ich da durchgucken können? Kann ich da durchgucken? Oder muss ich nochmal hin? Wenn wir da durchgucken können, muss ich das sehen. Da muss ich jetzt ja nochmal kurz hin. Bin mal eben im Glück, sonst wird mein Essen kalt. Ja, gönn dir. Lass dir schmecken. Nee, kann ich nicht. Schade. By the way, Teil 1 und 2 hängen storytechnisch nicht zusammen, weil du meintest, James hat seine Frau im ersten Teil verloren. Ah, okay. Danke, Röderchen, für den Tipp. Also, der ist auch nicht Charakter aus dem ersten Teil. Ich hätte gedacht, er wäre das einfach derselbe Charakter wieder und fährt wieder zu dem blöden Ort, den er im ersten Teil schon kennengelernt hat. Okay. Dann ist das eine ganz eigene Geschichte. Das gefällt mir. Dann macht das ja auch gar nichts, dass ich Teil 1 nicht kenne. So ein Glück. So ein Glück. Aber ganz schön neblig und matschig hier, ne? Heißt mit James? Kann das sein? Gott, ich glaube, ich werde dieses Spiel hassen. Also vom Gruselfaktor.
ein bisschen joggen. Man joggt ja auch heutzutage durch den Wald, wenn er schleimig und rutschig ist. Sein Haar glänzt so schön wie 3 Tage nicht gewaschen. Hör auf, Wald. Lass das sein. Hör auf, Wald. Lass das sein. Ich wiederhole mich gerne. Kriegt jetzt hier gleich eine. Mal kurz was trinken. Kriegt hier gleich eine Frau mit schwarzen Haaren raus? Oh, guck mal. X. Ich drücke X. Okay, X ist hier A. Doch nicht. Spiel speichern. Ah. Okay, das Spiel wurde. Das ist ein. Straße nach Silent Hill. Eine Spur, okay. Sound auch so okay. Ich habe eigentlich nur die Musik leise gedreht in diesem Spiel. Was willst du denn sagen, ne? Okay, also diese roten Dinger sind Speicherpunkte. Da hinten liegen keine Knochen, das ist ein Farn. Perfekt. Ja, die Tasten sind ausgelegt auf dem PS-Controller, nicht auf Xbox, wie es scheint. Ja, kriege ich hin. Kriege ich hin. Kann sich an alles gewöhnen. Dann ist man komplett durcheinander bei anderen Spielen. So, wir suchen die schöne Stadt, das schöne Dörflein Silent Hill, weil unsere verstorbene Frau das so toll fand. Und er hat die Hoffnung, dass sie noch lebt. Ich bin gespannt. Excuse me. Kommt sie denn her? I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. Looking for Silent Hill? Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Was macht sie da so alleine? Ohne Jacke? I think you should stay away. This, this town, there's something wrong with it. And it's not just the fog, either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Teschk, Prost dir. Sie scheint sich sichtlich ein wenig verirrt zu haben. Ja, und dass sie jemanden sucht. Aber sie ist noch da. Ich hätte jetzt gedacht, sie wäre weg. Sie noch mal ansprechen.
Did you, Verwirrt, nicht verirrt. Did you want anything else? Ah. No, it's just this fog. Does it seem unsettling to you? I guess. Okay, verwirrt, nicht verirrt. Ja, verirrt und verwirrt, würde ich sagen. Okay, interessant. Also sie weiß schon mehr, was Silent Hill verbirgt und will nicht, dass wir da hingehen. Und jetzt ist mir auch wieder eingefallen, warum ich die Alerts ausgemacht habe, wenn wir spielen. Wegen der Stimmung. Wegen der Stimmung, das war das mir vorhin nicht eingefallen. Junge, warum machst du das? Weil du glaubst, dass deine Frau noch lebst? Lebst allein, lebt. Glaub nicht, dass man da rein kann. Doch so einfach, Stimmung, ja. Ich wollte die Stimmung. Gott, hab mich gerade vom Blatt erschrocken. Wow, gruselig. Blätter. Achso, Klippen ist übrigens aus. Erwünscht. Tschüss, Mädchen. Ohne Jacke. Oh. Bin jetzt schon am Sterbseln. Zu wissen, dass ich mir so schnell umdrehen kann. Ein Bett im Maisfeld. Das ist immer frei. Wieso will ich eigentlich nach Silent Hill? Ich weiß es nicht. Warum will ich nach Silent Hill? Ah. Ein Auto? Wieso steht hier ein Auto? Muss ich hier links? Nein. Ist eine wunderschöne Stadt, so schön grün und sonnig. Und so voller Leben. Ja. Es strahlt hier richtig nach Leben und Freude. Ich sehe ja auch die ganzen Kinder auf der Straße. Wie sie spielen. Mit ihren Steinen. Die Silent Hill Ranch. Wieso, Junge? Tust du das an? Ja, in jedem Reiseführer steht da drin, besuchen Sie Silent Hill. Sonnig, grün. Und so lebendig. Tolle Restaurants, tolle Spielplätze. Tolle Mitbewohner. Dorfbewohner. Oh Gott. Mal gucken, nicht, dass mich jemand verfolgt. Das ist ganz praktisch. Ich drücke nur einen Knopf und mach so. Na, jemand da? Nein. No respect, keep out, Linda. Entschuldigt, dass ich gähne. Es liegt nicht daran, dass das Spiel langweilig ist, sondern dass ich einfach immer gähne, weil ich zu viel irgendeinen Mangel habe oder so. Hallo Simba! Na? Bist du der Simba? Vom Golfspielen erholt und so? Autoservice und Tyrus.
glaube, hier war echt lange keiner mehr, ne? Okay. Wir brauchen einen Schlüssel. Autoparts, okay. Werde ich den Schlüssel wahrscheinlich hier finden. Internet sollte jetzt wieder besser laufen. Ach, schön. Oh. Lesen. Ich bin in die Stadt gefahren, um das Fenster reparieren zu lassen. Der Zweitschlüssel liegt in der Schublade. Schublade. Zu. Ich glaube, diese Person, die das Fenster reparieren lassen, fahren tut, ist nicht mehr wiedergekommen. Ich find's auch cool, dass es Fußspuren im Matsch gibt. Hä? Fußspuren? Was? Fußspuren? Gibt es? Müssen wir gleich mal testen. Hello. Hallo. Anyone in here? Ich glaube nicht, Junge. Okay, ich muss schon wieder. Es ist schon wieder zu dunkel hier. Gott. L2 ist zoomen. Dann können wir ihn ein bisschen hin und her drehen. Das ist ein Schlüssel. Okay, es ist schon echt dunkel in solchen Räumen. Müssen mal gucken, wie das später. Für euch war das gut gerade, deswegen habe ich auch oben auf dem Bildschirm geguckt. Ich muss mal gucken, wie das dann im Spielverlauf ist, ob ich dann doch mal das Gamma ein bisschen höher mache. Autopartschlüssel. Speichermodus. Haben wir Matschspuren? Tatsache. Finde ich ja richtig gut. Finde ich voll gut. Richtig nice. Mit dieser Stadt geschehen? Warum will unsere tote Frau, dass wir hierher kommen? Das verstehe ich nicht. Kann ich mich eigentlich auch ducken oder sowas? Ich kann nur ausweichen. Das ist ja wieder was für mich. Oh, Silent Hill Shit. Geht hier längs. Juhu. Restricted Area. Staff only beyond this point. Gehen wir einfach mal durch. Okay, ich dachte, ein gelber Zettel zum Lesen. Aber nö. Nö, 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 nö. Oh Leute, es tut mir so leid. Ich will gar nicht so viel gähnen. Es wird gerade ein bisschen kalt hier. Ist das am Spiel? Oder ist es kalt hier? No parking. Also hier bitte nicht parken. Habt ihr gehört? Sehr gut. Musik ist so herrlich, finde ich auch total. Also mir ist zufällig ein bisschen kühl hier gerade im Raum und dann noch so eine schöne Musik. Ach, ganz toll. Ganz toll. Mhm. The Road Runner, so fühle ich mich auch gerade.
Wir hätten mal die Mädchen sein sollen. Einfach neu anfangen. Die wird auch hübsch. Wird auch richtig niedlich. Kommen wir durch? Nein. Wer kennt denn von euch das Spiel eigentlich schon? Oh. Oh! Ach, reicht es ist halt haben sie einen angenehmen Aufenthalt. Dankeschön. Karte des Ostteils von South Wales. Okay, interessant. Wir sind gerade von der sind von da gekommen, von der Wilseroute. Ich habe mal ein paar Let's Player reingeschaut gehabt. Geschaut? Okay, oh Gott. Boah, das ist riesig. Café, Restaurant. Ich bin mal gespannt. Drücke, um die Karte zu öffnen. Okay, ist klar. Wenn wir jetzt zum Beispiel dann rechts gehen, also jetzt geradeaus, wo wir hingucken, dann kommen wir direkt zum Restaurant. Okay. Aber wieso ist denn das so? Ja, wieso Flowers? Ach. Ich laufe ja wirklich geradeaus und hier ist ein Flipp-Blumen-Laden. Hey, sie haben offen. Sie haben wirklich offen. Geil. Okay. Ah, guck mal. Cassandra. Ein Kunde war heute hier und hat einen rot-weiß gemischten Strauß bestellt. Ich habe ihm gesagt, dass das Unglück bringt. Aber er konnte sich einfach nicht für eine Sorte entscheiden. Er wirkte ein bisschen abwesend, hat mich angeschaut, als ob ich gar nicht da wäre. Dann ist er einfach gegangen und hat gesagt, dass er die Blumen später abholen kommt. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, weil ich bis dahin vielleicht schon weg bin. Hm. Blumenladen-Nachricht. Rot und weiße Blumen bringen also Unglück. Blumen sind auch alle hier schon so ein bisschen deep, ein bisschen putt, ein bisschen alt, ein bisschen ungepflegt und so. Ah, guck mal, da ist noch was. What is this? Ja. Oh Gott. Ich habe eine Ahnung, was es ist. Magini kennt das, okay. Ich habe eine Ahnung, was das ist. Gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Hab bisher SH 1, 2, 3, 4 Teil Remake. Plus Teil 2 Remake gesagt. Es gibt 4 Teile von Silent Hill? Bitte was? Das ist ja lustig. Ich habe bisher noch kein einziges davon gespielt. Ich hab gehört, das Spiel gibt es, aber dass es 4 Teile gibt. Das ist natürlich. Ja, wow. Aber gut, Maginis, dann bist du ja einer, der uns immer helfen kann. So, Restaurante Gonzales. Ist geschlossen. Und ist wirklich geschlossen. Da drüben? Ach, guckt mal. Das ist ja cool. Dann gehen wir mal kurz nach rechts zum Café. Junge, ich weiß zwar nicht, was du hier suchst.
alle Türen durchgucken. Nee, guck mal, das ist doch abgesperrt. Ich glaube, nur die Häuser, die auch auf der Karte angezeichnet sind, ne? Boah, ist das so krass gerade. Ich werd, als ob ich gerade eine Droge genommen hätte. Also so eine Silent Hill Droge. Dass ich hier... Hey, wait. Nee, warum willst du das? Was? Könnte hier mal was passieren, wenn ich hier gerade reingucke? Wo ist denn das Café hier? Da. Ist auch zu. Okay, ich muss geradeaus, ne? Aber was mache ich denn? Wieso ruft der Wade? So kurz Pause vom Essen, so lecker. Aber mehr geht gerade nicht rein. Boah, geil. Schäufele. Aber cool, dass ihr einen Schäufele habt, was also ein Lieferservice der Schäufele macht und das auch noch dann schmeckt. Ach, guck mal hier. Noch mehr diese Spuren. Oh, die gefallen mir gar nicht, die Spuren. Bin ehrlich, würde nicht mit ihm tauschen wollen. Nee, aber er hat doch selber Schuld. Der will doch dahin. Der geht freiwillig dann und da ist, wackelt da irgendwie so ein komisches Ding in, im Nebel und so. Warte mal, stopp, ich will mit dir reden. Ah. Er muss hier nicht sein. Wir können auch ganz vermutlich wieder zum Hause fahren, nehmen das Mädchen da vorne mit und machen uns eine schöne neue Zukunft. Aber so? Mm. Oh, diese Spuren gefallen mir gar nicht. Überhaupt nicht. Die Haut denn schön knusprig vom Schäufele? Nope, zurück ist nicht. Also ich würde ja jetzt einfach zurückgehen. Können mich doch mal hier. Aber hallo. Die ist immer die Bett. Das Beste auch bei. Also, ich frage ja extra nochmal nach, weil. Weil sie auch vom Lieferservice kommt. Verstehst du? Geht's hier links? Sollte ich hier längs gehen? Mama? Wieso ist das jetzt schon so gruselig, unheimlich gemein? Mag ich nicht. Finde ich doof. Diese Sounds im Hintergrund, ne? Das hört sich an wie bei Dings. Wie bei. Aber du weißt schon. So hört sich das doch an. Können wir das sehen da drüben? Können wir rüber gucken? Ich kann da nicht durchgehen. Ich weiß gar nicht, wie ich die Gedingse. Aber ich muss da durch wahrscheinlich, oder? Das Lieferservice hat nur abgeholt. Gemacht wurde es in einem sehr bekannten Restaurant, in dem ich auch schon mal essen. Oh, geil. Das ist natürlich sehr geil. Ja, ich wünschte, ich hätte ja auch ein Schäufele-Restaurant. Das wäre so cool.
ist denn hier passiert? Gott sei Dank. Kann man da mal rüberspähen? Okay. Ich muss da durch, ne? Aber hier geht's ja nicht weiter. Verdammt, ich muss durch diesen Garten. So weit zurück? Nein, ich bin einfach vorbeigelaufen, glaube ich. Jupp. Silent Hill, ein wahrer Traum für Touristen. Albtraum! Tada! Was denn, Maginis? So, tata wegen dem Loch, ne? Tata. Oh Gott. Es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Ich habe es mir selber ausgesucht und ich frage mich jedes Mal, warum. Hey. Kein Zurück. Ich merke das schon. Gut, ich glaube, wir müssen hier durch. Ich weiß zwar nicht, was da uns erwartet, aber... Hello? Frag doch nicht nach, wer das ist. Wie heißt denn das Spiel? Das Bekannte mit den Klickern, dieses. Ich komme gerade nicht drauf. Wieso habe ich denn immer so Namensprobleme? Oh Leute. The Last of Us. Dankeschön. Genau das. Die hören sich auch manchmal so an. Oh, schon wieder so eine Spur. Ich will dieser Spur nicht folgen. Finde ich ganz uncool. Nee. Wieso will er hierher? Schau dich nach Orten um, die mit weißem Stoff markiert sind. Sie kennzeichnen Übergänge, mit denen du interagieren kannst. Ich habe das Tutorial mal angelassen. Ja, da ist weißen Stoff, ich weiß. Ich habe es ja schon entdeckt. Ah. Lass auf was mit Ellie und Joel. Joel. Drücke X, um herunterzukriechen. So gut, dass ich es. Okay, wir können immer noch raus. Wir können immer noch da oben durch. Ach, Mann. Okay, ich muss aber leider, glaube ich. Tut mir leid, Leute. Für euch wird das wahrscheinlich... Mal gucken. Gamma, 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 Gamma. Ich muss es leider doch wohl noch ein bisschen heller machen für mich. Es tut mir leid. Ich hoffe, es ist zu hell für euch. Bitte gebt mir eine kleine Rückmeldung doch dann. Das wäre nett. Dankeschön. Nie passt. Ein bisschen durchzuzwingen, habe ich gemacht. Ich möchte gerne speichern. Puh. Guck mal, fast 40 Minuten habe ich schon gespielt. Reicht doch für heute. Ist okay. Klar, Kopf voran in die dunkle Loch krabbeln, wer kennt's nicht. Ja, das macht man doch immer wieder gerne. Das macht man doch immer wieder gerne. Oh Gott. G-
Gesundheitstrank. Nutri-Supplimi. Noch paar Rinder, ja. Okay. Drücke hm, um Gesundheitstrank zu benutzen. Okay. Was ist das? Entschuldige. Was ist das denn? Tötet es! Oh! Stay back. Was? Okay, warte, was? Drücke. Mhm, und Kreis, um anzugreifen? Auszuweichen. Auszuweichen und er zwar. Ach so. Okay, ich verstehe. Das kotzt mich ja immer nur an hier. Oh Gott. Okay, mit der Steuerung muss ich erst natürlich erstmal noch klarkommen. Okay, ich bin tot. Okay, krass. Du bist gestorben. Schön, dass das auf Deutsch ist. Drück eine beliebige Taste. Okay. Schießt wieder auf? Es steht wieder auf, ne? Boah, du kleines Dreckstück, ey. Wo bist du? Wo bist du? Okay. Wie kann ich nochmal Arznei nehmen? Ja, du wolltest hierher. Ja, das hast du im Nebel gesehen. Das ging schnell, ich weiß auch noch nicht. Was sagte meine Gesundheit? Sehe ich gar nicht, ne? Bleh. Eklig. Was ein schönes Bild, man sieht ja echt viel. Okay, Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Damit drehe ich mich. Ich habe mir den falschen Knopf gedrückt. Okay. Eieieiei. Guck mal. Das. Eine Injektion. Wofür ist denn diese Injektion? Halte, Injektion zu benutzen. Wo ist denn das Dreieck beim, Oh. Okay, ich hab's gefunden. Aufregend. Ist das aufregend? Das gibt's ja gar nicht. Come to me. You
James? Bin ich denn jetzt? Okay. Jetzt hast du eine Waffe. Es geht nur langsam los. Ich will keine Waffe. Ich will auch keine Pistole. Ich will das alles nicht. Ich weiß halt nicht, wie ist das mit... Boah, ich glaube... WASD, WASD, rennen. Ducken kann ich mir nur, aber rennen ist hiermit. Nein, ich will noch nicht. Entspann dich. Ich muss erstmal kurz. Damit ist halt hauen. Oh, lasst mich mal. Ich glaube, ich kann das mit Tastatur besser spielen. Ach, guck mal, Controller-Typen. Aha. Wie heißt die? Ach, guck mal da. Links heißt es. Sprinten ist Umschalt, schnelle Drehung ist Q. Das ist klar. Nahkampf, Schießen, Fernkampf. Leertaste ist Ausweichen. Scoot, Nachladen ist R. Waffe wechseln, bla bla. Mhm. Taschenlampe ist halt F. Ich finde das Licht. So, nun auch endlich zu Hause. Jetzt ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn Tane gähnt, wie während ich fahre. Es tut mir leid. Inventar ist I. Karte ist M. Ich glaube, ich bleibe. Schnellhandlung ist V. Okay. Ich würde gerne, glaube ich, auf C setzen. Schon was auf C? Nö. Gut, dann ist C schnell heilen. I ist Inventar. Und F ist Taschenlampe. Ja, cool. Ich glaube, ich komme besser mit Tastatur, Claude, dass ich das mal sage. Ich glaube, bei dem Spiel gähnt sie nicht so oft. Da schreckt sie sich mehr. Bisher gähne ich ganz schön viel. Schon wieder. Ich brauche darüber zu reden. Streichholzbriefchen. Drücke M, um die Karte zu öffnen, um Information zu erhalten. Drücke M, habe ich doch gemacht. Okay. Ich glaube, ich komme mit Tastatur besser klar. Controller schlagen und schießen ist nicht so meins. Boah, was? Was, was? Wo? Komm her, komm her. Ich gib's dir. Alter. Mann. Wenn du das liest, verlasse diesen Ort. Es ist nicht, was er zu sein scheint. Manchmal muss man nur dahinter schauen. Ich will nicht dahinter schauen. Ich will nicht dahinter schauen. Eine Pistole haben. Wo ist eigentlich meine Pistole?
das Erste, was ich höre, dass ich alles zum Laufen hatte und losgefahren bin, war ein Gähnen. Die Statistik bricht noch nicht fürs Erschrecken. Ja, ja, ich weiß. Ich rede nur. Du musst gähnen. Es krabbelt und ist voll schnell. Mann. Wieso wollte ich das Spiel spielen? Ich weiß es nicht. Jedes Mal dasselbe Scheiß. Was ist eigentlich hier los? Was ist denn das für ein Container? Da ist ein Speicherpunkt. Kann ich von hier aus speichern? Ich möchte gerne speichern. Speichern wir nicht. Boah, Alter. Habt ihr gesehen, das Ding ist gekrabbelt. Wieso ist das Ding gekrabbelt? Hört auf, darüber zu reden. Dass ich gerne muss, weil es ist mein Kopf, sagt dann gerne. Du wolltest das Spiel spielen, weil nächste Woche Allerheiligen Abend ist. Ja, ich weiß. Ich glaube auch nicht, dass wir bis Weihnachten da durchkommen mit. La, 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 la. Ich bin ganz froh, dass der Nebel immer so sachte verschwindet. Was sagt die Map? Also da ist zu. Ach, guck mal, wer das ist. Hallo. Hallo, du. Sich die alle töten anscheinend, ne? Okay, wenn wir mal Radio-Dings hören, dann... Dann kommen die Viechers. Oh. Oh. Nächste Woche ist übrigens Halloween. Ich alle heiligen gehabt. Da geht Dosen. Warum hängt Dosen? Ach, hier ist das Kaffee. Habe ich das richtig gedeutet? Immer wenn das Radio angeht, dann kommen die Viechers? Kann das sein? Das ist hier Kaffee. Panisch ist erstmal aus dem Menü, das ich rauskam. Ich hatte eine Münze in der Hand. Was ist das für eine Münze? Münze aus der Nili Bar. Eine Münze, die das Logo der Nili Bar eingeprägt ist. Das ist ja interessant. Ist ja gut, ich gehe schon zurück. Okay, es ist nicht immer nur, wenn das Radio anscheinend. Wir lernen aus Radio böse. Radio ist böse. Was gab's denn hier so?
Grilled Chicken, 4 Euro. Cheese and Bacon, 4 Dollar. Entschuldigung. Dann Tomato Soap, ich glaube 8 Dollar. Salad Mixed Greens. Free Coffee. French Toast wahrscheinlich und Pancakes. Das sieht doch nett an. Hallo, Rücken. Du musst doch nicht so entzücken. Ich habe eine Münze. Ich habe eine Münze. LOL, hört auf mit dem Scheiß. Echt. Okay, wir müssen echt die ganzen Läden da so ein bisschen abklappern, ne? Ach, weil wir jetzt eine Münze aus der Nili-Bar gefunden haben in dem Café, müssen wir in die Nili-Bar. Aber guck mal, da gibt es ja auch noch Café America. Aber vielleicht machen wir einfach die Reihenfolge, wie es sich gehört, ne? Hallo Chandor, schön, dass du da bist. Guck mal, wir haben hier ganz tolle neue Freunde gefunden. Da stand auch einer, ne? Drinne? Wir wollen sicher bloß Hallo sagen und dann klopft sie immer gleich kaputt. Gib dir gleich Hallo, nur Hallo sagen. Kann ich das kaputt machen? Schaut's mal. Schön, dass der hier drin ist. Aber ich sehe ihn nicht. Ist er hier draußen? Wir gehen da gleich nochmal rein, aber ich will erst... Da ist er doch. Ey, Schnucki. Oh, wie geht er nochmal ausweichen hier? Ich weiß das gerade gar nicht. Egal, gucken wir gleich mal. Hi! Das war doch C, oder? Ich habe keine Induktion mehr. Scheiße. Okay, wie ging denn nochmal ausweichen? Ich muss ja auch in diesem Spiel anscheinend ausweichen. Kampf, da Kampf wären. Schießen, zielen, nachladen. Ausweichen ist Leertaste, okay. Ausweichen ist Leertaste. Schnell Heilung bei V. Taschenlampe C? Nein. Doch, ja. Taschenlampe bei V. F. Flatlight. Ich habe Taschenlampe auf C gelegt. Das würde ich gar nicht. Okay. Gucken wir doch mal kurz. Taschenlampe. Toll, Flightlights. Ich wollte doch hier, da, das wollte ich auf C machen. So, jetzt habe ich es aber. Ausweichen. Ist Leertaste. Ich weiß noch nicht, was die bringt, aber... Okay... Und drin muss auch was sein, aber es kann gut sein, dass wir drin vielleicht ein bisschen Heilung kriegen. Probieren wir es mal.
Boah, was? Was? Wie komme ich denn jetzt hier raus? Was war das? Hä? Lol, was war das? Hä? Autoscheiben nicht vergessen. Okay. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Stimmt, aber gut, dass du mir das sagst. Aber was war das gerade am Boden vielleicht? Ja, irgendwas am Controller wurde getrennt, ich weiß. Süß. Danke, Spiel. Aber ich hab's nicht gesehen. Ich hab's halt nicht gesehen, was da am Boden war. Aber liegt dann hier auch was bei den Autos? Könnte das sein? Oder sehe ich das schon vorher? Ich sehe das doch schon vorher, ob da was liegt, oder? Soll nicht jedes Auto jetzt zerstören? Ein Käfer. Das war bestimmt ein Käfer. Aber was habe ich dem Käfer getan? Da, man hört's so. Komme ich da nochmal hier rein? Ich verstehe es nicht jetzt so. Da, ich sehe es. Oh. Oh, Gänsehaut. Oh, hatte ich gerade Gänsehaut. Hatte ich gerade eine Gänsehaut. Ein großer Käfer, ja. Lol. Gut, dann können wir uns nochmal in Ruhe hier angucken. Was ist denn das? Ekelzeugs. Guck mal, hätte ich auch reinspringen können, ich Trottel. Bräuchte mal ein bisschen Heilung oder sowas. Wow. Achso. Super stark, super rein. Lass Schmutz von gestern vergessen sein. Du. Toll. Ey, was brachte mir das jetzt, als ich hier reingegangen bin? Lol, blöder Käfer. Ah! Blöder Käfer, dachte ich. Und da fällt mein Stürtchen vor der Kopf und ich dachte, was krabbelt mich denn da an? Mann. Im Auto liegt ab und zu mal Heilung. Okay, gut zu wissen. Weil ich habe jetzt so gar nichts mehr und ich bin ja voll der Profi. Wie ihr wisst. Und diese Musik, ne? Widerlich. Ich höre ein Telefon. Boah, ich würde mich ja so verpieseln aus dieser Stadt. Weil es so besessen von seiner Frau. Fodu. 27, danke für dein Prime-Sub. Nicht wundern, ich habe sonst normalerweise Alerts, die auch funktionieren heute, aber während des Spiels habe ich sie jetzt ausgestellt, damit die Stimmung nicht, ne, so und so, du weißt schon, ne, wegen Stimmung im Gruselspiel und so. Danke dir, Wodu, dass du mir dein Prime-Sub überlässt. Richtig cool. Dankeschön, das ist dein Stirnchen übrigens. Willkommen. Ach, das ist aufregend hier wieder. Gerne. Ich freue mich, dass du hier bist. Wie hat es dir den Weg her verschlagen? Bestimmt Sicherheitsglas, ne? Ja. Klar. Wie hat es dich denn hier den Weg verschlagen und so? Erzähl mir mehr. Ich darf nicht wenden. Wieso wackeln die Dinger so? Ach nö. Nicht eigentlich. Okay.
Petra, herzlich willkommen, Voodoo. Schicke Schuhe. Ja, ne? Ich fühl's schon gesehen. Wieso haben die so... so Absätze? Und ganz ehrlich, warum looten die eigentlich nichts? Also warum werfen die nichts ab? Das verstehe ich nicht. Nö. Wieso sind die hier überall? Spawnen die immer wieder? Muss ich die alle töten? Die Arme sind so im Körper verwachsen. Das ist richtig eklig. Warm und eingelaufen. Das ist kein Game, kein Looter-Klopper. Das Game ist kein Looter-Klopper. Okay, gut zu wissen, ganz ehrlich. Ich konnte das ja noch gar nicht. Ja, diese Blätter machen mich fertig. Was? Was, was, was? Du bist doch tot gewesen. Warum? Du warst doch tot. Oder bleiben die nicht tot? Oh Gott. Ich habe keine Heilung mehr. Ich muss links rum, ne? Nee, ich kann jetzt nicht. Oh Gott, ist er schneller als ich? 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 Kommt er hier rein? Heilung wäre mal gut. Mehr Autos kaputt machen, ja, ich weiß. Ich bin noch dabei. Ich weiß nicht, was in ihm gefahren ist. Er fing einfach an, auf das Ding einzuschlagen. Ich musste ihn rausschmeißen. Er ist weggerannt und heulte. Er würde alles in Ordnung bringen. Ich habe alles und zusammengesucht, was ich konnte. Aber einer der Knöpfe fehlt immer noch. Die Hälfte der Platte steckt immer noch drinnen. Aber die andere Hälfte fehlt. Er muss sie wohl mitgenommen haben. Ich glaube, er ist in Richtung Grovy-Musik gerannt. Gerannt halt, ne? Gerannt wegen Grovy-Musik. Kannst du vielleicht mal nach ihm sehen? Lass mich wissen, ob es ihm gut geht. Er wohnt an der Soul Street neben der Apotheke Apartment 9. Aber ganz ehrlich, kann ich die gar nicht tot kloppen? Wachen die immer wieder auf? Oh, ich hätte gern ein bisschen Medizin, ganz ehrlich. Ja, ich weiß, ich muss Autos zerkloppen. Auf der Tür tanzen schon wieder die Freunde des Lebens rum. Was ist das denn hier, hm? Eine Jukebox? Eine Jukebox. Ei. Ja, nu? El auswählen, zurück. Gute Schallplatte. Okay. Ich habe eine kaputte Schallplatte. Ah. Tja, kaputte Schallplatte. Okay. Ich brauche eine ganze Schallplatte anscheinend. Immer schön merken, was da steht. Deswegen haben wir auch ein Foto gemacht.
Ich kann mir schlecht immer Sachen merken. Gibt's hier keine Heilung? Eine Heilung wäre echt nett, ne? Ah, so läuft der Hase. Warte mal. Aber so bewegen kann ich nicht. Ich habe das schon auf die richtige Ausgangsposition gebraucht. Ich brauche aber eine Schallplatte. Das ist ja interessant. Ab und an mal die Blickrichtung Kopfbewegung von James achten. Okay. Echt, Magis, danke. Mensch, sowas habe ich mir auch schon mal gewünscht. Eine kaputte Schallplatte. Finde ich auch richtig nice. Also, guck mal, wenn er jetzt hier hingeht. Ja, aber er guckt halt zur Schallplatte, ne? Genau. Das meinst du. James, 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 was machen wir denn mit dir? Oh. Hier war ein Loch. Jetzt ist es weg. Okay. Jetzt ist es weg. Ja, ich weiß, die Tür. Das haben wir schon gemacht. Jetzt geht's halt echt nicht gut, ne? Jukebox. Das habe ich mir gemeint. Groovy Musik. Wir müssen wieder zurück, ne? Ich brauche halt eine Schallplatte. Ih, das ist so ein Krabbelvieh schon wieder. Wieso trifft er denn nicht? Okay. Jetzt, auf jetzt, oder was? Jetzt. Okay. Da liegt nichts drin. Mein Polizeiauto. Merkt bestimmt keiner, wenn man die Scheiben einschlägt. Nee, nee, das habe ich auch gerade schon vor. Aber irgendwie liegt da nichts drin, ne? Ich bin so am Arsch. Ich habe halt keine Medizin mehr. Aber ihr habt meine Fragen, glaube ich, noch nicht beantwortet oder ich habe es überlesen. Kann man die Dinger gar nicht töten? Die Viechers? Wie nennen wir sie eigentlich? Ich bin da mal. Ach, hier kann ich nicht rein, ne? Okay. Big Jace ist da drüben. Vielleicht komme ich ja da rein. Okay, er bleibt jetzt hier liegen, ne? Ach,
Genau, bei Big Jace war ich, glaube ich, auch drin, ne? Weiß ich nicht. Sehe das Spiel auch zum ersten Mal. Haben wir das schon gelesen? Der Mann war wieder hier. Ich habe ihn gewarnt, nicht mehr herzukommen. Er hat so getan, als wüsste er nicht, wovon ich rede. Dann ist er aufgestanden und gegangen. Er hat mir keine Probleme gemacht, aber irgendwie fand ich ihn trotzdem gruselig. Immer wenn ich ihn ansehe, habe ich das Gefühl, eine Maske anzuschauen. Und was auch immer darunter ist, wartet nur darauf herauszukommen. Ich will nicht dabei sein, wenn das passiert. Okay. Okay, wir waren hier noch gar nicht drin, ne? Noch gar nicht drin. Ah, Medizin. Geil. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und schon ist meine Medizin wieder am Arsch. Oh Mann. Ich bin so schlecht in diesem Ausweichen. Ich krieg das mit meiner Fingerkoordination noch nicht so hin. Naja, noch lebe ich ja. Okay, ist noch ein bisschen dunkel bei mir. Ich guck mal eben, hier liegt nichts, ne? Achso, da drüben liegt aber auch nichts mehr, oder? Ich wollte nochmal hinter die Bar hier gehen. Kann ich aber gar nicht. Die nennt man Lying Figures. Und ja, sie kann, die kann man töten, muss man aber nicht. Okay, muss man aber nicht. Vielleicht findest du ja noch mehr Medizin. Ich hoffe doch. Ich bin so richtig knapp am Schrubbeln hier, wollte ich schon sagen, an Schwubbeln. Ich habe halt keine Musik. Bin ich denn? Ach so. Okay. Bin ich denn hier wieder raus? Ja. Sehr schön. Ganz, ganz toll. Aha. Das war ja richtig toll. Drinnen Medizin gefunden, drinnen wieder Medizin verloren. Geil. Ein Auto. Gucken wir doch mal. Nein. Bleib liegen, du da drüben. Ich warne dich. Ich habe noch in keinem einzigen Auto was gefunden. Nö. Du kannst Fenster einschlagen und durchgängen, um zusätzliche Ausrüstung zu suchen. Ja, ich weiß. Danke für den Tipp. Wo ist er denn? Boah, hab ich mich aber erschrocken vor dir, du blöde kleine Raupe. Echt. Würde eine Apotheke an Medizin reichen oder wäre es ein Pharmazeutika-Fabrik eine bessere Alternative? Für mich, glaube ich, so eine ganze Fabrik. Für mich wäre so eine ganze Fabrik richtig nice. Da liegt was. Was ist das? Pistolenkugeln. Cool. Freue mich. Ja, ich freue mich. Zwei Pistolenkugeln. Ich freue mich wirklich, aber ich habe noch gar keine Waffe. Ich
hätte aber gerne irgendwie Medizin. Spiel, gib mir Medizin. Baby's Closing. Wir kommen aber nicht rein. Nee. Da komme ich nicht rein. Da auch nicht. Ach nö. Ich muss gleich eh rüber, ne? Die Lying Figures sind die Lore sozusagen, die Verräter, Lästerer. Okay. Sachen gibt's. Mhm. Mhm. Du so blöder Käfer, ey. Oh, das ist Medizin. Oh, gib mir. Gib mir, ey. Sehr gut. No smoking inside. Gott sei Dank, es ist zu. Ich freue mich echt, dass eine Tür zu ist. Ich will da nicht rein. Okay, es ist also kein Shooter-Baller-Spiel hier. Die Sachen, die auf dem Boden rumfliegen, das macht mich echt kirre. Es ist halt eine andere Art von Spiel. Ich bin gespannt. Also, so ein Spiel habe ich noch nie gespielt. Unglaublich. Da muss ich rein. Ich gehe aber noch mal bis zum Schluss. Weil vielleicht gibt es ja was hier. Ah, guck mal. Da ist eine Tür. Die benutze ich jetzt aber noch nicht. Albträume lauern hinter der Tür, die in der Dunkelheit erwacht. Okay. Das ist die Tür. Oh, die ist wahrscheinlich zu. Ich würde nur da jetzt hinkommen, aber ich will da auch noch gar nicht hin. Ich glaube, da liegt nichts. Schon ein bisschen wieder Dings, ne? Hier. Mhm. Da drinnen wahrscheinlich sind sie. Da drinnen sind sie. Kann ich nicht einfach hier. Guck mal, hier liegen noch Schallplatten. Sind nämlich denn nicht davon einer einfach mit? Psychologischer Horror. 23 Jahre später, wenn's Radio rauscht. Ja, das stimmt. Ich hasse es. Hallo? Na, wo bist du? Wo bist du? Wo? 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 Hä? Ach, da! Ach, zwei! Ja, cool. Ich bin dann gleich mal tot, weil es sind zwei. Ja, danke. Oh, Alter. Okay, das ist das erste Mal. Ja, lecker, lecker, toll. Wo ist der andere? Ich muss den nochmal tot machen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte... Wo ist der andere?
Gott, ich bin so tot, ey. Lol. Ich bin, was sowas angeht, echt nicht gut. Das weiß ich selber. Fange ich mich gleich noch ein bisschen oder anscheinend nicht, ne? Mist. Weil du genau die eine haben willst. Ich will nur die eine haben. Okay. Dann lesen wir erstmal eine Runde. Neulich kam der Hausmeister an, sturzbesoffen und verheult. Habe eine halbe Schallplatte dabei und schrie uns an, dass wir sie unbedingt reparieren müssen. Ich war drauf und dran, ihm den Gefallen zu tun, alleine schon, damit er die Klappe hält. Aber als ich den Kleber aus dem Schrank geholt habe, ist ihm plötzlich aufgefallen, dass er nur die halbe Platte dabei hat. Dann ist er wortlos rausgegangen und hat sie hier gelassen. Mit einer halben Schallplatte kann ich nicht viel anfangen. Frag doch mal bei den Nilis nach, wenn du das nächste Mal da bist. Vielleicht gehört sie ja denen. Boah, wissen, also reden die wirklich partout mit uns? Wieso liegt hier keine Medizin, ey? Ich hab's auch ein bisschen dämlich, glaube ich, angestellt, ne? Ich hätte gern erstmal ein bisschen Medizin, bevor ich hier weitermache. Es kann doch nicht sein, dass ich keine Medizin kriege. Ich weiß, ich spiele ein bisschen dämlich, aber ich brauche echt Medizin. Ich bin sonst echt beim nächsten Dings bin ich tot. Tot. Groovy. Ja, schön. Die Musik führt dich zurück zu den wunderschönen Momenten, die du verloren glaubst. Ich glaube, ich habe meine Medizin verloren. Ach Mann. Keine Medizin, das ist voll viel. Fies. Ich jetzt nicht genau. Ich kann noch kombinieren, oder nicht? Ja. Okay. Ich kann mit Tastatur irgendwie, glaube ich, nicht so gut. Okay, warte mal. Komm, ach, ich muss eh drücken. Sehr gut. Klingt ja auch logisch, einfach so kombinieren. Macht ja jeder heutzutage. Was ist hier dämlich? Du spielst das Game so, wie man es spielen sollte. Also dämlich? Beschreib mir mal, wie ich spiele, weil man das ja so spielen sollte. Halt voll am Arsch. Jetzt muss ich theoretisch wieder nur zurück zur Bar. Muss ich dann jetzt rechts rum, ne? Guck mal, vielleicht finde ich ja hier nochmal ein bisschen hoffentlich was. Ich bin doch voll am Arsch. Okay, rennen kann ich komischerweise doch noch ein bisschen. Das ist gut. Aber was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen den Spritzen und den Säften, so gesagt? Die Säfte sind klar, die sind Heilmittel. Was machen denn die Spritzen? Gott, mir muss es so schlecht gehen gerade. Kann ich hier irgendwas machen? Nein, wo bin ich jetzt eigentlich? Voreingenommen im Game sozusagen. Kein Plan, was man machen soll, ist immerhin ein Rätselspiel. Ach so. Deine Zielgenauigkeit und Fähigkeit auszuweichen ist nicht perfekt, aber wenn es so wäre,
dann wäre es ja auch langweilig, dazu zu schauen. Ah, das stimmt. Ja, ich bin halt was meine Hand und so Koordination noch nicht so, bin ich nicht so gut. Das hat sich ja als Glas, ne? Aber ich finde echt wenig Medikamente. Das ist echt nicht schön, hier. Nein, möchte ich nicht. Dankeschön, Spiel. Oh, nee. Oh Gott, diese Scheiße. Okay. Ich hätte noch gelacht, der Kiefer hätte mich noch umgebracht. Ich wette mit euch. Ach Gott, ein Pin, okay. Wo sind wir denn gerade? Tastenfeld, schon mal gemerkt. Es ist geil, dass es auf der Tastatur, dass es auf der Map so notiert wird. Das finde ich sehr, sehr gut. Entgenerte Medizin. Medizin ist mein bester Freund. Okay, müssen wir da rüber gehen. Ich hatte ja irgendwie gehofft, dass ich hier nochmal was finde, wo ich reinkomme. Ich glaube nicht. Ach, Junge, du siehst echt nicht gut aus, ne? Oh, ich will einmal speichern. Mal speichern bitte. Dankeschön. So. Jetzt haben wir ja unser Inventar und dann können wir das machen. Okay, was passiert jetzt? VASD bewegen. Okay, und dann haben wir das, das, das. Ah, der Coin. Coin. Und dann ist das die? Das müsste ja die blaue 2 sein, ne? Keine, wir brauchen den Drücker. Nicht euer Ernst! Ich brauch den Was? Ich brauche den Knopf. Liegt hier irgendwo ein Knopf? Lol. Dafür fehlen noch 3 Teile fürs Rätsel. Oh Mann. Wie soll ich das denn überleben? Also muss ich jetzt mal da unten hin, ne? Da ins, hier, da. Apartments vielleicht. Ja klar, mir geht's ja richtig gut. Ich gehe gern zu den Apartments und so, weil mir geht's ja richtig gut. Lol. Eigentlich müsste ich einmal sterben, damit ich wieder volle Medizin habe. Ja, moin. Ja, ich geh mal auf die andere Seite, ne? Muss ja nicht mit dir kämpfen. Hast du nur eine halbe Platte oder? Nee, eine ganze habe ich schon. Die habe ich schon eingesetzt. Ey, der soll mich mal in Ruhe lassen. Ich wollte gerade die Straßenseite wechseln. Nicht dein Ernst. Ja, juckel da mal weiter rum. Ich hab keinen Bock gerade auf dich. Oh, ich muss schon rüber. Das ist da drüben schon.
Aber war nicht irgendwo eine Apotheke hier auch? Siehst du, das Apartment bei der Apotheke. Warte mal. Ist hier nicht irgendwo eine Apotheke? Da! Das ist zu. Ich dreh durch. Die Apotheke ist zu. Oh nee. Oh nee. No parking garage. Eigentlich müsste ich mich töten lassen, eigentlich nur, ne? Damit ich halt wieder volle Gesundheit habe. Bla bla bla. Ich habe alles zusammengesucht, was ich konnte, aber einer der Knöpfe fehlt immer noch. Die Hälfte der Platte steckt immer noch drin, aber die andere Hälfte fehlt. Er muss wohl mitgenommen. Ich glaube, er ist in Richtung Groovy Musik gerannt. Genau, das habe ich ja. Du kannst aber nach ihm sehen. Lass mich wissen, ob es ihm gut geht. Er wohnt in der Soul Street neben der Apotheke Apartment 9. Okay. Dann sind wir schon mal richtig. Du kannst auch einfach von den Gegnern wegrennen. Die sind langsam. Ja, ich bin auch langsam. Okay. Lol. Das ist ein scheiß Insekt, ne? Komm mal her, du scheiß Insekt. Ja, ich hab's gesehen. Okay. Wir sind jetzt da. Wir müssen in Apartment 9. Also müssen wir einmal die Treppe hoch. Ach, du krass. Die Tür ist da. Was haben wir hier noch? So ein bisschen Medizin, das wäre doch nett. Ich fordere echt nicht viel, ne? Ich will nur Medizin. Der Gast aus Apartment 5 hat seinen Schlüssel dagelassen. Er sagt, es tropft durch die Decke. Das sollten wir mal ansehen. Okay, also sollten wir auch in Apartment 5 gehen. Schon mal wieder auf. Klack. Aber wo hat er denn die Schlüssel gelassen? Gib mir die Schlüssel. Warte mal, Apartment 5 ist. Vielleicht kommen wir auch gar nicht in 9, sondern müssen in der Apartment 5 und dann kommen wir in 9. Müssen wir mal gucken. Da. Apartment 5. Keine Medizin, ne? Das ist echt übel. Weil sie im Vertrag kannst du alle Infos nachlesen. Oh, cool. Das ist gut. Aber könnt ihr mir mal zustimmen, dass es echt wenig Dings hier gibt? Medizin und so. Davon muss ich mir ein Foto machen. Okay, Apartment 9 ist da. Ah.
guck mal. Ich wette mit dir, wir sind jetzt im ersten Flur, ne? Der zweite Flur ist Apartment 5. Und Apartment 5 liegt bestimmt über 9. Und, nee, Apartment, also da, Apartment 5 bis 8 sind im zweiten Flur. Und Apartment 9 ist im dritten Flur. Und da tropft es durch die Decke. Also wird im Apartment 9 irgendwas passiert sein. Ja, du könntest mal wieder ein bisschen Medizin verlangen. Ja, aber ich finde nichts. Ich finde halt nichts, meine Damen und Herrenchen. Wir werden ja wahnsinnig hier. Wir sind bescheuert langsam. Die Frage ist, wo ist denn hier die Treppe? Ach, das Apartment 2. Nö. Nee. Ich muss mir das mal hinlegen. Ich vergesse das so schon wieder. Diese. Ha! So. Dann humpeln wir mal weiter durch die Gegend hier. Ist schon ein bisschen nervig, ne? Mal gucken, ob es hier irgendwas gibt. Keine Medizin. Wo bin ich jetzt? Ich bin in der Apotheke. Oh Gott, was? Oh Gott, was? Oh Gott, was? Oh Gott, was? Wo ist der Käfer? Ey, wollen die mich hier verarschen? Ich bin in der Apotheke und hier gibt es kein... Oh, doch, Gott sei Dank. Oh. Drück mal M. Bitteschön. Ich bin jetzt in der Apotheke. Ich hör's doch. Ich hör dich doch. Wo bist du? Wo bist du? Du blöder Käfer, ey. Gehst mir richtig auf den Sack. Ich hab dich doch gehört. Na gut. Dann halt nicht. Blöder Kiefer. Ah. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe vom Bildschirm echt nichts gesehen, ne? Unter der Tür durch? Was? Welche Tür? Unter der Tür durch? Unter der Tür durch. Also ich wollte das mal kurz gucken hier. Relevé mit dreimal. Kostet das und das, das und das, das und das. Ganz schön teuer, der Scheiß hier. Welche Tür? Unter der Tür durch? Was meinst du? Achso, der Käfer ist unter der Tür. Ja, den habe ich jetzt gerade platt gemacht. Den habe ich jetzt gerade... Ah, stimmt, Rätsel auf Standard. Macht Sinn. Rätsel ist auf Standard, macht Sinn. Erzähl was. Was war neu, Maginis? Was war für dich denn neu, weil ich hier die Rätsel auf Standard gemacht habe? Erzähl mal. Was ist für dich da so neu? Zwecks der Map. Ach so, dass er das selber alles einträgt per Hand. Und so. Okay. Okay, ich weiß nicht, warum ich das gerade mache, aber ich kann es halt, ne? Wo bin ich jetzt? Ich muss gucken. Irgendwas, ich höre schon wieder was grunzen. Ich bin jetzt, ich glaube, in Apartment 7 reingekratzelt. Kraxelt. Aber ich höre doch irgendwas schon wieder. Aber ich kann mich auch irren.
Geräusch? Bitte sagt mir ja. Es kommt definitiv aus diesem Apartment. Ich bin mir ganz sicher. Ich habe es Ihnen schon 100 Mal gesagt. Warum unternehmen Sie nichts? Es ist unerträglich. Ich spüre, wie es in meine Haut eindringt. Sie sind sich in meine Lunge drängt. Okay. Nach 9. Nee, dass du gerade keine Gebäude mehr passt. Ach so. Nee, die habe ich nicht. Die habe ich nicht. Ja, ich glaube, da ist ein bisschen was kaputt gegangen. Da ist 4. Hier ist Apartment 4. Und hier ist Apartment 5, wo wir einen Schlüssel für haben. So, können wir hier schon so reingucken? Das ist gruselig. Oder muss ich nur die Map wechseln? Kann das sein? Guck mal, ich habe die Map. Ich habe meine Krickel-Map. So, ich habe nur die beiden Maps. Maps. Karte des Westteils von South Vale. Okay. Und das ist Ostteil. Ach Gottchen, okay. Okay, ist Apartment 5 und da tropft es von der Decke. Das ist was anderes. Da tropft es von der Decke. Geht zum nächsten Apartment rüber. Aber es tropft doch gar nicht hier von der Decke. Aber ich glaube, hier ist unser Freund, den wir zum Glück noch nicht kennenlernen durften. Haben durch. Macht nichts. Ich hast eh schon eine verpasst am Anfang. Oh nein, eine Map? Ui. Okay. Aber ich werde ja trotzdem weiterkommen. Irgendwie. Mann, hört auf damit. Ja, klar, die war nicht wichtig. Okay. Ach, so kommen wir halt in Map in den Raum Nummer 9. Versteht ihr? Krass. Muss mir nachher noch irgendwas Schönes angucken auf YouTube oder so. Das große Backen ist jetzt ja vorbei, also muss mir irgendwas noch angucken. Oh, damit ich gut schlafen kann.
dunkel da drin. Wieso kann ich da nicht reingucken? Das ist doch ein Fehler. Ich will da nicht rein. Das ist so dunkel. Klug, ja. Oh, ich habe einen Tee, ne? Ich habe ja einen Tee. Oh. Ich habe ja einen Tee. Jetzt sind wir theoretisch. Ja, vor Apartment Nummer 9, was echt riesig ist. Vor Apartment Nummer 9. Russia Makinis. Ich habe einen kalten Tee. Ich will da nie rein. Hast du eigentlich noch eine Elektrowärmflasche? Ja, die habe ich. Und die ging eine Zeit lang nicht mehr. Und dann habe ich die wieder kontaktiert. Das haben die ein ganz, ganz cooles Programm. Haben die. Dann musst du ein paar Fragen beantworten, damit die dann herausfinden können, woran es liegt. Halt, ne, was für ein Typ hast du? Was für ein Stecker? Was dies, das Ananas? Und dann haben die sich auch sofort mit mir in Verbindung gesetzt. Und dann haben die mir erst so ein... Sie hat nicht mehr geladen. Also sie hat die, ich hab, konnte sie laden, aber sie hat das nicht gespeichert, die Wärmflasche. Also konnte ich sie nicht benutzen. Und dann haben die mir erstmal ein Inlay mit wieder neu geschickt. Für die Wärmflasche. Problem war aber nicht gelöst. Habe ich die nochmal kontaktiert und habe ich gesagt, so Leute, ich glaube, es liegt am Akku. Sie meinte erst so, oh, vielleicht liegt es am Ladegerät. Ich so, nee, ich glaube, es liegt am Akku. Das Ding hat nämlich so ein Inlay, wo es warm wird und nochmal einen externen Akku, der drin ist, der geladen wird. Ne? Und ich glaube, es liegt am Akku. Dann hat sie mir einen Akku zugeschickt und zack, ist das Problem gelöst. Also ganz tollen Support haben die da. War ja auch alles in der Garantie und so. Ja, der Tee ist jetzt kalt. Wie unsere Welt, in der wir gerade spielen. Oh, ich will da nicht rein. Muss ich aber, ne? Oh, lass doch den Scheiß. Sie ist eigentlich kein Speicherbutton. Lesen. Unlesbar, unlesbar, unlesbar. Und dann kam sie und wusch alle meine Ängste weg. Alles machte plötzlich wieder Sinn. Sinn, nicht Sinn. Unlesbar, unlesbar. Es ist dieser Ort. Ich kann nicht dagegen ankämpfen. Ich muss den Kopf frei bekommen. Nur noch ein kurzer Halt in Texas. Dann gehen wir. Ich bin mal im Lurk. Gute Nacht und viel Spaß. Gute Nacht, Bakinis. Gute Nacht. Schlafen Sie gut. Okay. Wir müssen gucken. Ich glaube nämlich nicht, dass es dem Typen gut geht. Wir müssen diese Taste finden. Wir brauchen diesen Scheißdruckknopf. Ich verabschiede mich auch mal. Gute Nacht, noch viel Spaß mit euch. Workshop, danke dir auch. Schön, dass du da warst. Schlaf gut. Gibt es ein bisschen Milch? Oh, ich kann da reingucken. Nein, ich will da reingucken. Ich wollte nicht da reingreifen. Oh mein Gott, ich will da nicht reingreifen. Ich muss da reingreifen, ne? Warum? Warum? Wir haben den Druck, wir haben den Jukebox-Knopf. Oh, jetzt müssen wir noch überleben. Jukebox-Knopf. Okay, das ist interessant.
Na. Joghurtbecher, aber keine Medizin. Das Spiel mobbt mich. Hat immer wieder kein Klopapier gehabt. Oh, er will uns eklig. Okay. Oh. Oh. Junge, mach doch sowas nicht. Schade, dass du keine Mensch gab. So fast gefallen oder so. Der Fall wäre tief. Ist eklig. Wir haben da drin rumgekrabbelt. Ich weiß nicht, was wir da, was da war, aber wir haben gekrabbelt. Ist seine Hand? Seine Hand ist immer noch dreckig. Seht ihr das? Seht ihr das? Da? Seine Hand ist immer noch dreckig. Jetzt ist seine Hand nicht mehr dreckig. Jetzt haben wir sie an der Leiter sauber gemacht. Na, so ein Glück. Okay, warte mal. Kurze Orientierung. Okay, wir müssen wieder links. Also rechts, links. Und jetzt schmiert er alles damit voll. Pfui. Ja, die Leiter hat damit voll geschmiert. Aber ich glaube, da draußen ist jemand. Kann das sein? Ja, da ist jemand. Und wir gehen aber hier links. Groß machen und nicht die Hände waschen. So sind die Männer, ja. Das stimmt. Wir müssen doch hier längs, ne? Wir müssen zurück. Wo müssen wir hin? Wir müssen zur Jokebox. Wir müssen gar nicht so weit. Ich hab gedacht, ich muss voll weit. Oh Gott, wäre das wieder peinlich gewesen. Das war wieder typisch ich. Wo ist das? Das ist schon da drüben. Okay. Lauf. Lauf, 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 lauf. Mein Herz. Ich kann nicht mehr. Ich muss speichern. Ich muss speichern. 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 Speicher bitte. Bitte speichern. Bitte speichern. Oh. Wow. Prost dir. Schön, dass du da bist, ne? Oh. Na? Und Harry, dir auch Prost. Sehe schon, du hast Spaß an dem Game. Hab's schon durch, das Game. Wie findest du es soweit? Ich muss mich da erstmal drauf einstellen, weil ich hab gedacht, mich erwartet so ein Shooter-mäßig, so wie bei Resi. Aber ist ja gar nicht so, ist ja ganz anders. Und mir wurde zwar, das Spiel hat mir empfohlen, ich soll das mit Controller spielen, aber ich komme viel besser klar ohne Controller. Auch wenn ich halt andauernd faile, wenn ich kämpfe, aber gut. Und mich stört, dass ich kein, so wenig Medizin finde, aber sonst finde ich es bisher ganz gut. Es ist echt interessant. Rätselgemietzel halt. Aber oh, wie geht's dir? Ja. Aui. So, jetzt muss ich aber alles haben. Scheiß Knopf, ey. Alles gut bei mir, sehr gut. So, also blau und dann zwei mit dem schönen, sauberen Knopf, den wir sonst wo rausgezogen haben. Bin gespannt. Coin habe ich schon eingeschmissen. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Bestimmte Songs von ihm und seiner Frau. Rose Sweeter Park.
Da ist er. Park on the lake. Park am See. I spent the whole day there. Hm. Just the two of us staring at the water. Oh nein. Ja, aber er hat auch eine geklebte, ne? Ein Schlüssel. Wer hätte es gedacht? Ist auch echt gemeint, dass man selber sagen muss, Fluss, fass da jetzt rein. Ja, so krabbel, krabbel. Ein schön alter Schlüssel. Gesammelt Schlüssel zur Nelibar. Wo sind wir denn gerade? Wir sind in der Nelibar, ne? Ja. Ob die Platte was wert war? Glaube ich nicht. Vielleicht für ihn. Kennt mich, ich muss wieder speichern. Für ihn war das das wert, aber es ist halt schon faszinierend. Die halt, dass die halt, ich glaube, die ganzen Texte, die wir auch mal sehen, die sind wirklich so an ihn gerichtet, ne? Kannst du, machst du, tust du. Ah, okay. Drücke E, um zu klettern. Ja, das mache ich gleich. Das Spiel wie mit der Medizin. Wo sind wir hier? Was machen wir hier? Wieso geht die Tür zu? Geht die auf? Ja. Typisch eine Zweischwingertür. In beide Richtungen. Er ist zurückgekommen, nachdem du weg warst. Keine Sorge, er hat nichts versucht. Er sah einfach nur traurig aus. Er hat irgendwas davon gemurmelt, dass er mit jemandem die Stadt verlassen will. In seinem Zustand wollte ich ihn nicht fahren lassen, also habe ich ihn aus seinem Auto ausgesperrt. Sein Wagen sollte hinten stehen. Schau morgen früh mal nach, ob er noch da ist. Ich glaube, er ist der Türk, es ist der Türkisgrüne mit dem Kennzeichen, das auf 06 steht. So. Geht auf 10:30. Werde jetzt auch mal in die Haie packen. Muss morgen wieder früh raus. Wünsche euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Interessant. Türkisgrünes Auto. Ich glaube, das werden wir auch dann nächstes Mal. Ach komm, ein bisschen machen wir noch weiter. Ich habe halt Angst, dass wir keinen neuen Speicherpunkt dann finden. Ah. Aber dann müssen wir einfach wieder in die Nili-Bar gehen, würde ich sagen. Das kriegen wir schon hin. Ein bisschen machen wir noch. Okay, hier ist zu. Hier ist offen. Und dann gehen wir auch nach hinten jetzt raus, ne? Kiesgrünes Auto muss da hinten stehen, okay. Okay. Ich werde auch versuchen, nur zu kämpfen, glaube ich, wenn es sein muss, weil ich bin echt dämlich, was das angeht. Klar, das macht dann Übung. Aber ich muss es ja nicht provozieren. Gerade weil es so wenig Medizin gibt. Zielmedizin? Da steht doch was. Ja. Warum kriege ich jetzt so viel Medizin? Warum? 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 Warum kriege ich jetzt so viel Medizin? Gefällt mir nicht.
Autos kaputt schlagen. Das macht doch richtig Spaß. Da sind schon wieder Käfer. Ich habe doch Käfer gesehen. Kleine krabbelnde Käfer. Na komm. Ja. Ich hab mich da... Wow, ich hab, als die Käfer das erste Mal, die waren in... Oh, Alter. Die waren halt in so einer Räumlichkeit, da bin ich reingegangen, weil ich looten wollte. Aber ich wusste nicht, dass es Käfer gibt und auf einmal werde ich angegriffen und ich war total überfordert. Ich habe mich so erschrocken, als ich ihn das erste Mal dann gesehen habe. Richtig spooky. Spooky Käfer. Aber mir gefällt das Spiel echt gut. Man muss nur verstehen, worauf man sich da einlässt irgendwie, ne? Geradeaus gehe ich weiter mal nicht, weil da muss ich ja hin. Also muss ich nicht hin, aber... Da muss ich nämlich hin. Uiuiuiui. Ist doch so, oder? Ja. Hallo? Da ist das türkisblaue Auto. Da fliegt eine Dose durch die Gegend. Eine automatisch zugehende Tür, die ich aber noch öffnen kann. Sehr gut. Sieht nicht gut aus, was bei dem Auto liegt. Ich schaue mir mal kurz um, bevor ich zum Auto gehe. Okay, ich komme da nicht hinten zu der Scheibe. Türkisblaues Auto. Das ist doch nicht euer Ernst. Wieso muss ich immer an so einem Kram rumkrabbeln? Nie. Ein Schlüssel ist ja gut. Oh Gott. Ich komme hier nicht raus. Es ist ein Arena-Kampf. Nein, nein. Okay, Konzentration. Lauf, Junge, lauf. Und trink noch bitte noch einen Drink. Danke. Ah, dafür brauche ich die Spritze. Du kleines Drecksstückchen, gib's doch nicht.
Daher brauche ich die Spritze. Ich glaube, wenn ich vergiftet bin oder so, kann das sein. Ach, jetzt komme ich hier nur noch raus. Okay, interessant. Aber keine Medizin, gar nichts. Ich muss irgendwo hin, wo ich speichern kann. Oh Gott. Oh. Almosen für die Katzen. Was? Almosen für die Pieplosen, die kotzenden Armlosen. Ja, genau. Warte, ich muss gucken, wo es hin muss. Ich muss links. Links und dann rechts, dann kann ich... Ich muss in die Bar. Ich muss in die Bar zurück. Das ist das Beste eigentlich. Oh Gott. Ich will in die Bar zurück, da fühle ich mich sicher. Ich will in die Bar zurück. 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 Was? Ich kann nicht mehr in die Bar zurück? Macht mich nicht fertig! Wo muss ich hin? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oh no! Ich glaube, irgendwie zu diesem Apartment, oder? Ich muss mich erstmal irgendwo verstecken. Okay, einmal hier die alles checken. Alles checken. Okay, alles gut. Ich muss wohin? Ich will eigentlich speichern. Aber wo kann ich denn speichern? Ach, ich bin ins Café gelaufen. Boah, das macht mich gerade hier richtig fertig, ne? Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Warte, warte, warte. Inventar. Inventar? Notizen. Nein, nein. Ach so, doch. Schlüssel zum Woodside Apartments. Oh, wo ist das Woodside Apartment? Ah, da. Okay. Hat er die Bar gerade zu? Da konnte ich nicht mehr rein, oder? Okay, ich muss zum Woodside Apartments. Also gerade ausrennen. Ich muss die Katzstraße hoch. Ich kann auch rechts, glaube ich, rum. Rechts oder Mitte rechts, ne? Muss mal kurz checken. Ja, ich kann auch rechts und wieder rechts. Kann ich nicht. Alter, warum kommt der Sturm jetzt her? Geradeaus, 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 geradeaus. Nein, geh weg, 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 geh weg. Geh weg. Du auch, geh weg. Ein Restaurant, ne? Da komme ich auch nicht rein. Wo sind diese blöden Apartments? Okay, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich muss nur irgendwie irgendwo rein. Irgendwo muss ich reinkommen. Wo komme ich hier rein? Oh lol. Da. Schön gemütlich. Erreicht die Woodside Apartments. Ja, richtig schön gemütlich. Ganz, ganz toll. Ich möchte gerne Speicherpunkt haben, bitte. Ganz schön staubig hier, wa? Müsste man mal sauber machen. Ach, ein Speicher. LOL! Oh, wir sind in den Woodside Apartment angekommen und ich würde sagen, hier machen wir jetzt Feierabend, weil das ist ja das neue Kapitel. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, ich sag tschüss, YouTube. Tschüss, YouTube. Ich lebe noch. Ich lebe noch.